Auch Thomas Hirschberger ist nicht untätig. Ah, hallo Steffi, hallo Christian. Hallo. Hallo Thomas, schön dich kennenzulernen, Mensch. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ja, wunderbar, wir freuen uns. Ich bin für die Finanzen zuständig und ich würde das gerne jetzt mit euch durchgehen. Ich habe auch schon was vorbereitet und ich würde sagen, wir legen los. Sehr gerne. Ein ungeschönter Blick in die Bücher und Auswertungen ist unerlässlich. Ich würde jetzt gern wissen, habt ihr Soforthilfen beantragt? Ja. Habt ihr die auch schon bekommen? Ja, die Soforthilfe haben wir gleich direkt beantragt, haben wir die bekommen. Und Kurzarbeitergeld natürlich. Das hat uns natürlich auch jetzt über die ersten zwei, drei Monate natürlich ein bisschen hinweggeholfen. Zumindest um die Fixkosten zu decken und nicht ganz ins Minus zu fahren. Dann ist ja erstmal die Situation jetzt für die nächsten Tage und Wochen. Die ist gesichert. Die ist gesichert. Die ist gesichert. Perfekt. Genau. Prima. Jetzt habe ich eine Frage zu eurem schönen großen Veranstaltungssaal. Wie viel prozentual ist denn von eurem Umsatz à la carte und wie viel ist denn Veranstaltungsgeschäft in etwa? Also mehr als 2/3 des Jahresumsatzes erwerben wir mit dem Bankett- und Veranstaltungsbereich. Mhm. Okay, jetzt haben wir ja natürlich die Situation in der Zukunft, dass das Geschäft wegbrechen wird. Das Veranstaltungsgeschäft, auf das sich das Ehepaar immer verlassen konnte, droht zum Verhängnis zu werden. Zum Leben reicht à la carte nicht aus. Also wir müssen jetzt zusammen ein quasi neues Geschäftsmodell für euch entwickeln, weil ihr wollt ja hier weitermachen. Und da würde ich euch jetzt gern mal vorschlagen, dass wir so eine Bottom-up-Kalkulation mit euch machen. Das heißt, wie viel Geld braucht ihr eigentlich unten? Und was kommt dann daraus als Umsatzgröße für euch zusammen? Ja. Man setzt jetzt mal so einen unternehmerischen Lohn oben an und geht dann runter Punkt für Punkt und ermittelt eben dann seine Kosten. Und dann kommt eben unten der Umsatz raus, den man eigentlich braucht, um den Gewinn oben erwirtschaften zu können. Zunächst will Thomas ein angemessenes Nettogehalt für das Betreiberpaar festlegen. Also ihr müsst natürlich einen Gewinn machen. Oder ihr müsst ja irgendwas zum Überleben haben. Also was setzt man denn als unternehmerischen Gewinn an? Du bist ja in deinem früheren Leben mal Reisekauffrau gewesen. Und du warst ja vorher Koch, du hattest auch ein Einkommen. Das addieren wir jetzt einfach mal. Einfach 5.000 Euro netto solltet ihr ja verdienen. Dann kommt dazu 500 Euro. Ich sage jetzt mal einfach Krankenversicherung mit dazu pro Person. Müsst ihr ein bisschen was fürs Alter sparen, zum Beispiel eine Lebensversicherung. Genau. Ja, mal 500 Euro sollte auch jeder mindestens da einzahlen. Das heißt 7.000 sollten übrig bleiben. Ne? Im Idealfall ja. Wir reden vom Idealfall. Ja. Und ich würde jetzt sagen, das ist auch ein angemessener Unternehmerlohn. Ja? Ihr habt ja Risiken, das muss ja auch irgendwie abgebildet sein. Und wenn man 5, 6, 7 Tage die Woche dabei ist und 10, 12, 14 Stunden arbeitet, dann soll es ja irgendwie honoriert werden. Ne? Ja. Gut, dann nehmen wir jetzt die roten Personalkosten. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? 10, 12 kommt hin, ja. Hinzu kommen unter anderem Pacht- und Nebenkosten sowie zusätzliche Allgemeinkosten. Dann habt ihr natürlich die 7.000, die ihr verdienen wollt. 7.000 schreibe ich jetzt einfach mal her. Gewinn und Lohn. So. Mit allen Ausgaben und Betriebskosten kommt Thomas auf 65.000 bis 70.000 Umsatz. Ja, jetzt müssen wir uns unterhalten, wie wir auf diesen Umsatz hier kommen. Das ist die große Frage zurzeit. Hat der Experte eine Antwort parat? Das ist mehr als die große Frage zurzeit. Es erreichte eigentlich nicht mal im November und im Dezember. Ein normaler Monat liegt bei uns immer im Schnitt aufs Jahr gesehen, kann man sagen, zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Man lebt ja irgendwie und die Arbeit hält einen auf Trab, dann
ja, guckt man da vielleicht auch nicht so genau, ob das eigentlich mehr sein müsste oder nicht. Wenn man 3 Jahre lang selbstständig ist in diesem Betrieb und immer alles passte, ist es natürlich jetzt schwer aufgezeigt zu bekommen, dass es vielleicht doch nicht gepasst hat auf langfristige Sicht und jetzt durch die Pandemie schon mal gar nicht. Über die Runden gekommen ist das Ehepaar in den letzten 3 Jahren zwar, doch um auch langfristig inklusive Altersvorsorge gut leben zu können, müssen sie deutlich mehr erwirtschaften. Ich will euch wirklich da die Augen öffnen, ja, weil wenn ihr den Umsatz schon vor der Krise nicht erreichen konntet, dann könnt ihr den jetzt auf keinen Fall mehr erreichen. Ja. Wir sind ja da Lichtjahre weg. Ich will den beiden aufzeigen, dass sie eigentlich schon vor der Krise ein gutes Stück weg waren von dieser Umsatzgröße. Uns einfach jetzt absolut unrealistisch ist, diese Umsatzgröße irgendwann hier zu erreichen. Also unsere Veranstaltungen können und dürfen wir nicht durchführen. Wir haben unser à la carte Geschäft und unser Außerhausgeschäft und davon können wir den Betrieb nicht aufrechterhalten aufs Jahr gesehen. Also bleibt uns ja nicht mehr viel nach. Eine Lücke von rund 20.000 Euro klafft zwischen dem, was die beiden in guten Monaten einnehmen und dem vom Experten errechneten Umsatz. Dieser ist nötig, damit sich das Ehepaar einen angemessenen Lohn zahlen und sorglos leben kann. Aber ich habe noch einen Plan B. Und das ist, ich werde euren Bürgermeister oder eure Bürgermeisterin in die Pflicht nehmen. Unser Verpächter ist die Gemeinde Mittelangeln. Und wir haben eine Betriebspflicht, den Gasthof ganzjährig offen zu halten. Mhm. Das heißt, ich werde morgen einen Vorschlag unterbreiten, den ich natürlich vorher mit euch absprechen muss oder will. Mhm. Ihr macht euch bis morgen darüber Gedanken. Ja. Ja. Ihr seid hier Teil der kulturellen Einrichtungen. Und kulturelle Einrichtungen müssen gefördert werden und beibehalten werden. Oder sie sterben halt. Ihr seid nichts anderes wie ein Theater, ihr seid nichts anderes wie eine kulturelle Einrichtung. Ja. Und ihr seid Wohnzimmer für Vereine, eigentlich für die ganze Community. Und ihr seid eine soziale Einrichtung. Und die muss bezahlt werden. Ich werde vorschlagen, für diese schwierige Zeit wird die Gemeinde der Betreiber dieses Unternehmens und ihr bekommt einen Lohn. Wir wechseln das Geschäftsmodell. Ja? Sehr überraschend, also an so eine Variante, dass sowas überhaupt geht. Oder ja, also es finde ich schon interessant. Ein Modell, wo wir noch nicht drüber nachgedacht haben, auch nicht im Entferntesten, dass das überhaupt möglich ist. Und hab da auch natürlich meine Zweifel, das müssen wir erstmal verarbeiten und drüber nachdenken. Es muss ja auch nichts für immer sein. Es kann ja jetzt auch mal eine Interimsphase sein, in dem jetzt einfach die Öffentlichkeit den lokalen Wirt über Wasser hält. Neue Zeiten erfordern neue Maßnahmen. Ja. Gut, dann freue ich mich auf morgen. Ja, vielen lieben Dank. Macht es gut. Morgen. Wir freuen uns. Ciao. Ja. Tschüss. Das ist vielleicht eine Lösung, wo man drüber nachdenken muss. Muss natürlich auch bewilligt werden erstmal. Aber natürlich ist es eine Variante, sagen wir es mal so. Jeder möchte Beständigkeit, Sicherheit, finanzielle Sicherheit. Es wäre komisch, wenn man sich keine Gedanken darüber machen würde oder das anstrebt. In bestimmten Zeiten erfordert es auch Maßnahmen, die man treffen muss, die einfach auch mal nicht so ganz schön sind. Ich sehe halt sonst als Alternative wenig, weil sonst. Doch der Vorschlag wird auf großen Widerstand stoßen. Wir können nicht als Unternehmer auftreten und die Gemeinde, nicht wir, sondern die Gemeinde, das wird wohl schwierig werden. Noch ahnen die Experten nichts von der Haltung der Gemeinde, doch sie sehen Hürden. Hey, hallo, Thomas, hallo. Frank. Hi. So. Also das wird eine ganz, ganz schwere Geschichte. Was fehlt denn im Monat? Was fehlt effektiv? Also Welten. Welten.